Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Es ist endlich soweit. Nachdem, glaube ich, jetzt eine Woche lang meine Mavic Air auf dem DHL-Weg in Leipzig gelegen hat, ist sie endlich da und ich werde sie jetzt auspacken. Das Erste, was mir schon aufgefallen ist, als der Postbote an der Tür stand, ist, wie klein das Paket ist und auch wie super leicht. Und naja, bin mal wirklich jetzt gespannt. Ich sehe die Drohne jetzt zum ersten Mal in real life. So sieht der Karton aus. Okay, da fallen mir schon die ersten Sachen entgegen. Gut, das ist dann also schon der gesamte Inhalt. Ich denke, ich starte einfach gleich mal mit dem Controller, dem einzig nicht weiter verpackten Stück hier. Dann gleich mal hier die Anleitung ab. Unfold die Antennas und so weiter. Okay, das kennt man so. Was man noch nicht so kennt, glaube ich, ist ein Controller ohne Display. Ich habe jetzt nicht wirklich den Eindruck, dass der deutlich kleiner ist als von der regulären Mavic. Fühlt sich jetzt so auch nicht wirklich groß anders an. Was neu ist, ist, dass hier unten drin so kleine Aufbewahrungsdinge sind, wo man diese Sticks drin findet. Die kann man dann hier quasi aus dem eigentlichen Controller rausnehmen und hier reinschrauben, sodass die quasi nicht immer, wenn man jetzt beispielsweise den Controller so im Rucksack hat, ständig hier die Sticks belästigt werden. Das ist an sich eine gute Idee. Ich glaube allerdings, in den allermeisten Fällen wird es dabei bleiben, dass ich das Ding wieder so in den Rucksack werfe wie vorher. Ansonsten auch das Kabel zum Verbinden des Smartphones ist hier seitlich angebracht. Per Default für Apple-Produkte. Da werde ich dann mal schauen, ob noch irgendwo was für echte Smartphones ist. Dann haben wir das hier. Ich würde jetzt einfach mal wagen zu behaupten, das ist ein Akku. Und ich habe Unrecht. Es ist das Ladegerät. Sieht recht schick aus tatsächlich. Nicht die übliche Kastenbauform, wie man sie sonst so kennt, sondern hier so ein bisschen abgerundet, schwarz-matt. Gut, das ist nun wirklich nichts Besonderes bei einem Ladegerät. Dann haben wir hier ein USB-Kabel. Gut, einen Meter würde ich jetzt mal sagen. USB 3. Irgendwas, steht was drauf. Das nun nicht, aber es ist blau. In diesem kleinen Ding ist ein USB-Adapter, also quasi für die Micro-USB und nochmal zwei extra Joysticks. Ich halte es für eine sehr gute Idee, dass sie die Dinger beilegen, weil ich glaube, mit der aktuellen Aufbewahrungsmethode und dadurch, dass man sie abnehmen kann, passiert es da dem einen oder anderen doch mal schnell, dass einer verschwindet oder dass er zumindest irgendwo im Rucksack verschollen geht. Hier natürlich noch die üblichen weiteren Kabel für weitere Smartphones und das zweite Stück. Vom Ladegerät. Jetzt habe ich auch erstmals ein Original DJI deutsches Ladegerät. Bei meiner Mavic hatte ich ja die neuseeländische Ausführung. Dann haben wir das hier. Das finde ich ziemlich interessant. Das sieht mir nämlich stark nach einer Aufbewahrungstasche für die Drohne aus. Was ich nicht wusste, dass die dabei ist. Ich habe mir nämlich nicht die Fly More Combo, sondern wirklich nur das reguläre Paketchen gekauft. Und bei der Mavic war da nichts dergleichen dabei. Hier nun also schon. Und die Drohne ist sogar direkt hier drin. Fuck me, ist das klein. Es ist nicht so groß wie meine Hand und ich bin eigentlich nicht dafür bekannt, besonders große Hände zu haben. Krass.
So, wo ist hier nun also vorne und hinten? Okay, das hier ist vorne, da ist die Klappe hier vorne drauf. Da muss ich jetzt erstmal schauen, wie die aufgeht. Ich habe gehört, das ist ein bisschen komplizierter. Okay, man muss hier unten zusammendrücken und dann kann man das Ding abnehmen. Doch nicht so wild. Und dann haben wir hier drin ein deutlich stabiler wirkendes Gimbal als noch bei der Mavic, das immer nur durch die Gegend geschaukelt ist und noch speziell reingeklemmt werden musste, was in meinen Augen wirklich das Allernervigste an der Mavic war. Denn selbst wenn man es reingeklemmt hat und die Drohne mal im Rucksack ein bisschen bewegt wurde, meistens hing dann am Ende das Gimbal noch schiefer verdreht vorne an dieser Gimbal-Clamp dran. Deswegen ist es eine wirklich schöne Lösung, wie man es hier gemacht hat. Einschalten tut man sie nun hier unten. Der Akku ist auch hier unten drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwelche großen Vor- oder Nachteile hat oder einfach nur so gemacht wurde. Manche, habe ich schon gehört, haben ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht im Flug der Akku herausfallen könnte. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich denke mal, dass DJI das schon hier vernünftig eingebaut hat. Hier unten sieht man auch schon gleich zwei Sensoren, die wohl hauptsächlich zum Landen da sind. Dann haben wir hier vorne natürlich die üblichen Sensoren und jetzt neu auch hinten zwei Sensoren. Und hier haben wir auch gleich die Klappe, wo man sowohl die SD-Karte reinstecken kann als auch mit USB verbinden. Auffalten tut man das Ding nun andersherum als die Mavic. Bei der musste man immer erst die vorderen Ärmchen ausfahren. Hier sind es nun erst die hinteren, aber das System ist das gleiche. Die hinteren nach unten und die vorderen nach vorne. Und dann hat man das Ding auch schon zu seiner vollen, gigantischen Größe ausgefahren. Das ist echt klein. Und leicht. Wow. Nun, ich habe ein Ladegerät ausgepackt, ich habe eine Drohne ausgepackt, in der der Akku schon drin ist, ich habe einen Controller ausgepackt und das größte Paket, was hier drin war, ist noch da. Symbole finde ich darauf, Propeller, SD-Karte wohl und ach so, diese Guards sind scheinbar auch per Default dabei. Wie geht das denn nun wieder? Okay. So. Naja. Papier. Ein Care Refresh Zettelchen. Lieferumfang. Ich denke mal, da sind wir mittlerweile weitestgehend durch. Quick Start Guide. Disclaimer and Safety Guidelines, das mit Abstand dickste Heftchen. Nochmal extra Safety Guidelines für die Batterie und eine Anleitung für die Propeller Guards, welche ich jetzt, denke ich mal, gleich noch auspacken werde hier. Sehr schön, diesmal vier Propeller dabei. Bei der regulären Mavic damals waren zwei Propeller dabei. Das ist doppelt so viel, auch wenn ich bislang noch nie einen davon gebraucht habe. Wenn, dann verliere ich gleich die ganze Drohne. Hier dann also die Propeller Guards. Auch was, wo ich jetzt nicht wirklich weiß, ob ich es viel benutzen werde. Es nimmt einfach, wie man schon sieht, das war die größte Box, die in dieser Schachtel drin war. Es nimmt einfach am meisten Platz weg von der ganzen Drohne. Und ja, der Wert ist, glaube ich, eher minimal, wenn man nicht vorhat, regelmäßig irgendwo dagegen zu böllern. Was dazu führen wird, dass ich diese Dinger hier wahrscheinlich so gut wie nie verwenden werde. Aber es ist, denke ich mal, ganz schön, wenn man sie hat, wenn man jetzt weiß, man fliegt irgendwo in der Nähe vom Gebüsch oder sonst irgendwas und hat noch ein paar Zentimeter frei im Rucksack, ist es bestimmt eine ganz coole Sache. Auf jeden Fall schön, dass die einfach so mit dabei sind. Und nun ist diese Box hier auch schon leer, was ein kleines Problem ist, denn ich dachte eigentlich, das hier heißt nicht nur Zettelwirtschaft, sondern SD-Karte. Dem ist aber nicht so. Ich hatte mir das schon gedacht, als ich es auf der Website gelesen habe. Da stand nämlich nirgends was von einer SD-Karte. Da stand nur dabei, welche SD-Karte empfohlen wird, mit der Mavic Air zu verwenden. Nicht, dass eine mitgeliefert wird. Und es ist wohl auch nicht so. Das ist sehr schade. Bei der Mavic selbst war eine SD-Karte dabei. Und im Rahmen dessen, dass ja jetzt wie zum Beispiel hier auch wieder Propeller und was nicht alles, jede Menge Zeug dabei ist, wovon eigentlich auf der Website nichts steht, wenn man die Drohne kauft,
hatte ich jetzt einfach die Hoffnung, es wäre wieder eine SD-Karte dabei, habe mir deswegen auch noch keine gekauft. Das ist jetzt an diesem Punkt etwas schade, aber gut, man braucht jetzt ohnehin erstmal das ganze Firmware-Update und so weiter, deswegen wäre ich jetzt heute mit hoher Wahrscheinlichkeit ohnehin nicht mehr fliegen gegangen. Deswegen werde ich den Rest dieses Videos wahrscheinlich morgen oder übermorgen filmen, wenn das gute Stück startbereit ist. Bis dahin. Falten tut man das gute Stück dann genauso wie die Mavic vorher auch. Nee, tut man gar nicht. Auffalten tut...